Wir sehen uns auf reitschuster.de. Frohe Nachrichten aus Berlin. Ein Sieg über YouTube, der eine unglaubliche Ohrfeige ist für all diejenigen, die die Zensurpolitik dieses Internetgiganten, der ja zu Google gehört, unterstützen oder rechtfertigen oder schönreden. Das ist die gute Nachricht heute. Die schlechte Nachricht ist, was bei Twitter passiert. Kaum sind die einen ausgerutscht beim Zensieren, schon machen es die nächsten. Aber weil ich diese Zensur eben nicht unterstützen will und weil ich ein Zeichen dagegen setzen will, mache ich jetzt noch weiter wie bisher, dass ich hier das nur ankündige und Sie bitte mit mir gemeinsam ein Zeichen gegen diese Zensur zu setzen und dieses Video auf zensurfreien Kanälen anzuschauen oder dieses andere Video dann auch selber wieder bei YouTube hochzuladen, um YouTube hier zu zeigen, wir lassen diese Zensur nicht mit uns machen. Was mich bei dieser Niederlage jetzt von YouTube am meisten freut, das bin nicht ich, ist auch nicht mein Kanal. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die vielen, vielen Menschen, denen es genauso geht und die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit dann bekommen und sich nicht so leicht wehren können. Ich hoffe, das ist für die eine Gelegenheit, Mut zu schöpfen und da auch daran anzuknüpfen. Gerade habe ich übrigens erfahren, dass Caroline Matti wieder gesperrt wurde. Aber das alles im großen Video. Also bitte sehr, sehr einfache Möglichkeit, den Zensoren ein Schnippchen zu schlagen. Einfach unten anklicken. Ein Mausklick und Sie sind im zensurfreien Internet wieder, bewegen sich in der Freiheit. Bis gleich, wir sehen uns bei meinem Video. Alles Gute, Grüße aus Berlin, danke, ciao, tschüss. Wir sehen uns auf reitschuster.de.